Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. So, ich muss das Mikrofon noch ein bisschen verändern. Diesmal zum ersten Mal auf der PlayStation 4. Ich habe es schon ein bisschen angetestet, ich habe ein bisschen damit rumgespielt und es läuft tatsächlich nicht sehr viel anders. Die Unterschiede sind minimal im Vergleich zu anderen Spielen. Also selbst Spiele, die nicht für die PlayStation 5 optimiert sind, PlayStation 4 Spiele, laufen oft auf der PlayStation 4 wesentlich besser. So einen großen Unterschied merke ich jetzt hier bei Witcher 3 nicht. Aber die Ladezeiten sind deutlich kürzer und irgendwelche Slowdowns und Ruckler und Framerate-Einbrüche dürften uns erspart bleiben. So ziemlich. Außerdem könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass tatsächlich NPCs Texturen und Dialoge schneller laden können. Da hatten wir ein paar kleinere Probleme, minimal. Das hat nicht wirklich gestört. Aber während Dialogen waren ab und zu mal kurze Pausen und das Bild wurde ganz verschwommen, wenn ihr euch erinnern könnt. Das dürfte jetzt höchstwahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Aber schauen wir mal. Ich habe schon eben andere Spiele getestet, wie Fallout 4 zum Beispiel. Da ist der Unterschied echt gewaltig. Irre. Fühlt sich ganz anders an. Als wäre das Spiel plötzlich im Highspeed-Modus. Aber wahrscheinlich, weil ich es halt auf der PS4 immer nur in Zeitlupe gespielt habe. Das ist echt witzig. So, machen wir weiter. Sesam, öffne dich. Geh zur Hütte des Kräuterkundlers nahe Ochsenfurt und nenne ihm das Passwort. Sag mal, das ist erst ein paar Tage her, dass wir hier gespielt haben. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich habe keine Ahnung, was wir hier gerade machen müssen. Aber es ist hübscher, das Spiel, finde ich. Es sieht ein bisschen hübscher aus, oder? Das Bild ist ein bisschen schöner. Oh, eine Nebenquest. Die haben hier einen Wyvern gefangen. Ich weiß nicht, ob ich die machen sollte. Eigentlich, da wir nicht so viel Zeit haben, würde ich mich gern lieber auf die Hauptquest konzentrieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, das mache ich auch. Da laufen wir in unserem langen Kleidchen. Sieht komisch aus, unser Gewand von hinten. Nein, ein verletzter Iber. Der Arme. Der ist jetzt natürlich nicht so gut gelaunt. Na, wie lange soll ich noch warten? Ich habe ihn besänftigt. Und jetzt ziehe ich ihm den Bolzen raus und dann ist alles wieder gut. Und er geht glücklich heim zu seiner Familie. So wäre das zumindest in meinem Spiel. Aber ich befürchte, das ist nicht mein Spiel. Ein Bolzen in den Rippen ist gejagt worden, aber etwas ist schiefgelaufen. Ich glaube, ich muss das Spiel ein bisschen lauter machen, oder? Ich höre es gerade nicht, ich sehe es nur von den Ausschlägen her. Ich mache ein bisschen lauter, man wird mich schon noch verstehen. Aber damit die Dialoge auch gut hörbar sind. Das ärgert mich nämlich immer. Wenn man die Dialoge nicht gut versteht. Gerade in solchen Spielen ist das, finde ich, das A und O. Raubritter sind schon tot. Kein Problem, ist quasi schon erledigt. Ich hätte gleich meinen Vorteil nutzen sollen und einen davon zu meinem Freund machen. What, bin ich gestorben? Oh Gott, ich habe überhaupt nicht auf meine Energieleiste geguckt. Ich habe gerade die Morgensonne, weil ich früh morgens aufnehme, eine ungewöhnliche Zeit für mich, habe ich die Morgensonne im Rücken. Und das spiegelt voll im Bildschirm und ich sehe quasi den oberen Bereich vom Bildschirm überhaupt nicht. Ich sehe meine Energie einfach nicht. Ich muss jetzt nach Gefühl spielen. Und das ist gerade ziemlich nach hinten losgegangen. Tja. So, ihr seht schon, die Ladezeit ist schon noch vorhanden leider, ist aber kürzer. Vor allem beim Schnellreisen ist die wesentlich kürzer. Nur noch 4-5 Sekunden, das ist schon viel besser. Die Ladezeit, wenn man ins Spiel einsteigt und die jetzt wahrscheinlich auch ist, komischerweise eine relativ lang. Aber wie gesagt, das Spiel ist auch nicht optimiert für die Switch. Für die PS5. Das merkt man. Schatz. Ja.
Meerschweinchen. Hä? Wo ist er denn hin? Ein Wolf. Aufgelöst. Aha. Ist gejagt worden, aber etwas ist schiefgelaufen. Gut, diesmal bin ich aber voll fit. Warum bin ich denn beim letzten Mal so heftig gestorben? War ich da wirklich so tot wahrscheinlich einfach, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass die Raubritter so krass sind. Wahrscheinlich war nur ich so krass doof. Ich sage dir, unzüchtiger Halbling. Was will dir denn? Ordentlich Kloppe, Belair! Jadala! Jetzt sieht das Ganze gleich ganz anders aus. 2 gegen 2 ist gleich viel fairer. Nur, dass mein Freund leider wirklich gar nichts gemacht hat in der Zeit, in der mein Freund war. Das finde ich nicht nett. Haben wir unseren neuen Freund. Hey, warte mal, du bist jetzt mein Freund. Hä? Irgendwie funktioniert das nicht bei denen. Na, wenn das so ist, machen wir was Richtiges. Machen wir was Ordentliches. Hallo? Jetzt haben sie keinen Bock mehr. Wir müssen mal MC Hammer, glaube ich, aus der Gruppe rauspicken. Dann können wir uns um die Schildbergs kümmern. Erstmal die Damage-Dealer ausschalten. So, dala. Na also. Dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Schwupps. Viel zu tun in der Gegend. Da hat er den Kopf verloren. Schinkenbrötchen. So. Das war recht effektiv. Mehr hast du nicht zu sagen? Ich habe dein Leben gerettet. Puh. Dieses Gesindel hätten wir mit links erledigt. Wir? Mann, bist du pingelig. Du weißt, was ich meine. Willst du jetzt handeln oder nicht? Für was brauche ich Schafgaben? Ah, wir waren in diesem Auktionshaus. Ich kann mich wirklich gar nicht mehr erinnern. Kommt schon wieder. Oh, ein Interessent. Endlich. Alle faseln von Armut, aber wenn es Arbeit gibt, sind sie ganz still. Die Leute sind faul. So sieht's aus. Kommt zum Punkt, wenn es dir nichts ausmacht. Ja, ja. Tut mir leid, das Gerede. Ich mache mir eben Sorgen. So viel Zeit ist vergangen ohne ein Wort. Puh. Mein Lehrling, Volkert. Ich habe ihn in den Totenwald geschickt. In der Nähe von Martin Feules Hof. Mir ist Hanfaser ausgegangen, weißt du? Und das blöde Zeug wächst dort in Massen. Lass mich raten. Er ist nicht zurückgekommen. Ja, nein, ist er nicht. Bitte finde ihn und bring ihn zurück, gesund und munter. Ich kann nichts versprechen, aber ich kann nach ihm suchen. Irgendwas Auffälliges? Woran erkenne ich ihn? Lass mal überlegen. Tja, er ist ein Halbling, wie ich. Hat helles Haar. Reicht das? Muss es wohl. Bis dann. Badabam. Warte mal. Hallo. Ich bin nämlich, glaube ich, eigentlich wegen was anderem hier. Hast du vielleicht Schafgarbenextrakt? Hab ich. Hinten. Folge mir bitte. Und mit hinten meint er offensichtlich unten. Nanu, du bist nicht Schafgarbenextrakt. Gut, abwarten. Du willst mir was sagen, nehme ich an. Also schieß los. Wie drücke ich es aus? Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen beide etwas aus Borsodis Schatzkammer. Warum bündeln wir unsere Kräfte nicht? Ja, aber was genau sind deine? Ich habe einen Plan.
Ich habe ihn das letzte Jahr über ausgearbeitet. Jetzt ist es Zeit, ihn umzusetzen. Kann ich auf dich zählen? Sorry, falls ihr im Hintergrund Geräusche hört. Die Katzen haben richtig Spaß mit dem PlayStation 5 Karton, der immer noch hinten rumsteht. Der ist riesig und voller Füllmaterial und natürlich total toll. So. Die Schatzkammer. Was ist darin, das du haben willst? Etwas, das mir gestohlen wurde. Dann geh doch zur Stadtwache und melde ein Verbrechen, anstatt selbst einzubrechen. Habe ich versucht. Mehrfach. Verstehe. Betrogen vom System und von der Welt. Wie auch immer. Was hat man dir gestohlen? Das wäre eine lange Liste. Reden wir von was an. Bist du dabei oder nicht? Bevor wir fortfahren, weißt du überhaupt, was Max Borsellis Haus ist? Ich weiß, dass es in der Schatzkammer ist. Du beantwortest meine Frage nicht. Du meine auch nicht. Machst du nun mit oder nicht? Komm schon, ich kenne nicht mal deinen Namen. Welche Rolle spielt er? Er spielt eine Rolle, weil du offensichtlich was verbirgst. Und nicht nur vor mir, sonst säßest du nicht im Keller eines solchen Drecklochs. Wir haben alle dunkle Geheimnisse, aber ich habe dich nicht gebeten, mich zu heiraten. Ich brauche nur deine Hilfe bei einem Raub. Wir brechen ein, nehmen, was wir brauchen und gehen unserer Wege. Versuch mich reinzulegen und du gehst nirgendwo hin, das weißt du. Ich schneide dir den Kopf dort ab, wo er am Hals festgewachsen ist. Ich kenne die Risiken. So, hast du mir gedroht. Bist du jetzt dabei oder nicht? Ich bin kein Dieb. Gelegenheit macht Diebe, Hexer. Ich spreche aus Erfahrung. Na schön. Erzähl. Das Auktionshaus wird Tag und Nacht von 20 redanischen Soldaten bewacht. Patrouillen gehen auf und ab. Und hier um die Ecke eine Kaserne. Mit Gewalt kommen wir nicht rein. Wir müssen unbemerkt bleiben. Durchaus. Ist jedoch nicht einfach. Der Haupteingang ist gepanzert. Die Fenster sind mit Dimeritium vergittert. Aber es gibt keine Festung ohne Schwachpunkt. Auch dieser hat einen. Mein Schwachpunkt ist jedenfalls Geduld. Also spar dir die Kunstpausen und rede. Neben dem Haus steht ein Turm, der mit dem Dachboden verbunden ist. Wegen der Patrouillen können wir den Turm nicht von der Straße aus betreten. Aber in 60 Fuß Höhe gibt es ein Fenster. Keine Gitterstäbe, keine Fensterläden. Da müssen wir hoch. Dann schleichen wir ins Auktionshaus rüber. Die Treppe runter und in die Schatzkammer. Wir brechen oder sprengen die Tür auf. Fertig. Klingt grässlich. Der Turm ist glatt wie Glas. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich komme da nicht hoch. Und das sollst du auch gar nicht. Lass mich ausreden. Wir brauchen zwei weitere Komplizen. Einer klettert hoch und wirft uns ein Seil runter. Der andere öffnet die Schatzkammer. Ein Panzerknacker, Sprengmeister. Ich habe schon einige geeignete Kandidaten gefunden. Wir müssen nur die Besten auswählen und anwerben. Vielmehr du. Ich halte mich aus der ganzen Sache lieber raus. Hatte ich mir wegen der Kapuze schon gedacht. Sonst noch was? Ja. Aber das gehört zu den Einzelheiten. Die erfährst du, wenn du dabei bist. Tja, andere Möglichkeiten habe ich nicht. Also gut, ich bin dabei. Aber unter einer Bedingung. Niemand stirbt. Ist das klar? So klar wie die große Sonne von Nilfgaard. Wollen wir uns entspannen und auf eine gedeihliche Zusammenarbeit anstoßen? Ich würde lieber anfangen. Womit geht es los? Als erstes stellst du die Truppe zusammen. Dann dezimierst du die redanische Patrouille etwas. Es sind so viele, wir könnten gesehen werden. Okay, wir machen quasi unseren eigenen kleinen Heist-Movie hier. Ich verstehe schon. Was soll das mit dem Dezimieren? Ich hatte gesagt, niemand stirbt. Immer mit der Ruhe. Ich wünsche niemandem den Tod, nur eine Unpässlichkeit. Spuck's aus. Du musst den Koch der Garnison überzeugen, den Soldaten etwas in ihr Essen zu mischen, damit einige von ihnen bettlägerig werden. Einer von zwei, würde ich sagen. Und auch kein Verdacht.
Ich kenne das Rezept für einen passenden Trank. Ist das nicht wunderbar? Brau was von dem Trank. Geh in die Stadt, such den Koch auf und überzeuge ihn, dir einen Gefallen zu tun. Vielleicht mit einem Zauber, wahrer Münze oder deinen Fäusten. Das ist aber auch irgendwie ein bisschen eine Schwachstelle in dem Plan. Was ist, wenn der Koch sagt, ja, natürlich helfe ich euch, ich hasse diese ganzen Soldaten hier. Und dann geht er irgendwie zu seinem Chef und sagt, du Chef, da war gerade einer, der wollte, dass ich Soldaten vergifte. Hier ist das Pulver. Und dann sagt der, what? Und dann haben wir ein Problem. Da würde ich lieber ein, zwei Soldaten mehr patrouillieren lassen, ehrlich gesagt, als das Risiko einzugehen. Aber gut, ich bin hier nicht der Meisterdieb. Also was soll's. Gut, wen haben wir zum Öffnen der Schatzkammer? Fangen wir mit unserem Zwergenkandidaten an. Kasimir Bassi, Mahakama Sprengmeister. Es heißt, er könnte mit einer Prise Salpeter Novigrad in die Luft jagen. Die Schatzkammertür dürfte kein Problem für ihn sein. Leider hat er seinen Beruf vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt. Er hat sich im Dorf Alnes niedergelassen, geheiratet und ein paar Kleine gezeugt. Kann sein, dass er uns einen Korb gibt. Weitere Optionen? Quinto. Das ist der berüchtigste Panzerknacker des Nordens. Wird in Kettwen, Lyrien, Angrin und Kovir gesetzlich gesucht. Leider wurde er vor ein paar Tagen geschnappt von Hans von Sideris, diesem Söldnertrottel. Soweit ich weiß, lagert sein Trupp östlich von Ochsenfurt, am rechten Ponta-Ufer. Einen soll ich also aus dem gemütlichen Heim reißen, den anderen aus dem gemütlichen Käfig. Mal überlegen. Erzähl mir vom Einbruchskünstler. Schwindelfrei sollte er wohl besser sein. Deswegen hätte ich gerne Eveline Gallo, eine Artistin, die als Hermeline bekannt ist. Sie gastiert gerade mit ihrem Zirkus irgendwo bei Ochsenfurt. Spezialitäten, rhythmische Künste. Nicht Einbruch und Raub? Offiziell nicht, aber ich habe ihre Tourneeroute mit einer Liste der dreistesten Einbrüche der letzten Jahre verglichen. Sie korrelieren perfekt. Ich bezweifle, dass das ein Zufall ist. Aber wenn sie nicht will, ist Hugo Hoff alias Bulette unsere zweite Option. Ein Halbling. Den hältst du für geeignet? Ein Mondgesicht ist doch keine Verbrechervisage. Du würdest dich wundern. Hugo hat mehr Einbrüche auf dem Buckel als du, getötete Monster. Und vor 2 Jahren hat er den vergoldeten Hahn vom Dach des Rathauses in Novigrad geklaut. Er kann also klettern. Angeblich verbirgt er sich in Ochsenfurt, in einem Haus beim Novigrader Tor. Sei vorsichtig. Er ist nicht groß, aber anscheinend ziemlich gefährlich. Na gut, ich bin weg. Habe zu tun. Ich auch. Erledige alles. Wir treffen uns hier wieder. Und dann? Dann besorgen wir es, Horst. Von allen Seiten. Alle zusammen. Moment mal, dafür habe ich aber nicht unterschrieben. Aber okay, also gut. Jetzt passt mal auf. Kann ich... Hier, das ist mir aufgefallen. Das Menü geht viel schneller auf und reagiert viel schneller. Das ist wirklich ein Unterschied zu vorher. Das ist sehr angenehm. Das war schon ein bisschen nervig. Hey, ich habe kein Silberschwert mehr. Ist mein Silberschwert jetzt komplett kaputt oder was ist schon wieder passiert? Manchmal nimmt mir das Spiel Sachen weg. Ich rüste mal eins aus. Aber nur, damit ich die direkten Vergleiche habe. Ach. Hä? Ich habe irgendwie auch... seltsam. Ich habe komische Ausrüstung. Gut, gelbe Schwerter nehme ich jetzt doch nicht. Ich nehme doch nur Legendary Poperi. Das ist besser als das, was ich anhabe. Ach ja, wir sind ja immer noch für die Party verkleidet. Bin ich doof. So. Schon besser. Das war ja immer noch unser Party-Zeugs. Aber warum der unsere Armbrust und unsere Schwerter abrüstet?
Das finde ich nicht nett. Naja, wie dem auch sei. Ich schmied mal noch was in unsere Handschuhe. Jo, ist mir ehrlich gesagt egal. Okay. Ach so, genau. Eigentlich wollte ich schnell gucken. Erstens sind wir schon wieder 100 Level aufgestiegen. Leider interessieren mich die Level-Ups in dem Spiel halt nicht so sehr. Deswegen bin ich da immer ein bisschen nachlässig, was das angeht. Aber ich hätte schon wieder 3 Punkte. Gab es nicht irgendwas, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist cool, das machen wir. Vielleicht hier. Vielleicht wollte ich Pyromane werden. Erhöht die Chance, Verbrennungsgrube werden auf 20. Das ist halt auch langweilig, finde ich. Oder damit, ich bin wirklich mit dem ganzen Rollenspielsystem von Witcher nicht einverstanden. Ich meine, da hat man hier so einen coolen Feuerzauber und dann bleibt er halt immer nur so ein heißes Windchen. Und die höchste Fähigkeit der höchsten Stufe, da würde ich mir dann wünschen, dass plötzlich eine Supernova aus Geralts Händen kommt und die ganze Welt verbrannt wird. Das wäre also die höchste Stufe für mich angemessen in einem Rollenspiel. Und dies halt hier erhöht die Chance, Verbrennungen zu bewirken auf 20%. Wow. Okay. Das ist nicht sehr beeindruckend. Aber naja. Was soll man machen? Axi lässt sich auf 2 Gegner zugleich wirken. Der Effekt ist 50% schwächer. Schade, es ist auch sowas. Was heißt denn das bitte, der Effekt ist 50% schwächer? Das ist, ne? Das ist die letzte, höchste Stufe dieser Fähigkeit. Die darf, finde ich, ruhig überpowered sein. Die muss nicht noch so einen komischen Mali dann dabei haben. Das verstehe ich nicht. Aber gut. Ich weiß wirklich nicht, auf was ich da hingearbeitet habe. Anscheinend habe ich mich schon irgendwie hier so auf Axi spezialisiert. Wahrscheinlich, weil ich Marionette haben wollte. So weit, so gut. Gleichzeitig habe ich das hier ausgerüstet. Ich weiß wirklich nicht. Das ist mir alles egal hier. Dass man dann auch die Fähigkeiten ausrüsten muss und nicht alles gleichzeitig aktiv haben kann. Das sind lauter so Kleinigkeiten, die stören mich einfach. Die finde ich einfach doof. Mich stört das einfach. Deswegen ist das für mich so gar nicht motivierend hier, dass wir hier was machen überhaupt. Weil es ist mir einfach wurscht. So. Aber eigentlich wollte ich in unser Questbuch schauen. Die Mixtur zubereiten können wir auf jeden Fall machen. Jetzt warte mal, Hugo Hoff. Wer ist denn der Zwerg gleich nochmal? Der mysteriöse Mann, ja, blablabla. Hugo Hoff, liebevoll auch als Bullet bekannt. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wer wer ist. Ich würde nämlich gerne den Zwerg in Ruhe lassen. Ich will gar nicht, wenn der hier irgendwie sein Leben aufgebaut hat und der lebt jetzt hier in Ruhe privat. Ne? Ich will dem gar nicht reinpfuschen. Der soll ruhig seine Ruhe haben weiterhin. Dem will ich gar nicht großartig überreden. Der im Gefängnis sitzt, irgendwo bei einer Söldnergruppe, der hat nichts zu verlieren. Der ist eh noch im Geschäft quasi, ne? Den holen wir uns. Aber den anderen lasse ich gleich von Anfang an in Ruhe. Auch wenn er glaubt, er wäre besser geeignet, aber das ist mir egal. Dem rede ich nur, ne, dem setze ich noch irgendwelche Flausen in den Kopf und dann bringt er sich in Gefahr. Und der ist halt nicht mehr, das geht halt nicht mehr so einfach. Der ist verheiratet, der hat Kinder, der hat andere Verantwortungen jetzt. Der kann nicht mehr nur an sich denken und seinen abenteuerlichen Exkapaden hier nachgehen. Eskapaden, nicht Exkapaden. Das ist halt, da muss man, nee, das Leben ist vorbei. Guck, das war die Schnellreiseladezeit. Das ist schön, oder? Das ist angenehm. Das kann man lassen. Allein dafür hat es sich gelohnt, die 500 Euro für die PlayStation 5 auszugeben. Nein, nicht wirklich.
aber es hat sich gelohnt zu warten, um die Folge aufzunehmen, finde ich. Naja, du könntest. Warum reden wir mit dem? Ärger haben, muss ich uns raushauen. Wie in Maribor. Erinnerst du dich an Maribor? Liebling, bitte wechsle nicht das Thema. Darf ich es wechseln? Kommt drauf an. Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Bist du Eveline Gallo? Hermeline? Nur für Freunde. Pluster dich nicht auf, Merin. Und du, red schon. Was willst du? Ach so, das ist ja... Jetzt weiß ich erst, wo ich hier bin. Das ist die Akrobatin. Ich wollte eigentlich mit dem anderen anfangen, aber ist egal. Ich würde gern allein mit dir reden. Eigentlich ist es mir egal. Das ist anscheinend ihr Ehemann, oder? Oder zumindest ihr Lebensgefährte. So haben die gerade geredet. Der darf das ruhig mitkriegen, finde ich. Und mit seine Meinung sagen. Ich habe Arbeit für dich. Wirklich? Was für eine? Anonyme Vorstellung. Kein Publikum. In einem gewissen Auktionshaus. Lohn, so viel du tragen kannst. Eveline, bitte. Du kennst ihn doch gar nicht. Was soll das heißen? Er hat sich doch vorgestellt, nicht gehört? Geralt von Riva. Stell dich nicht doof. Du hast doch keine Ahnung, ob du ihm trauen kannst. Man kann niemandem trauen. Wie ein Spitzel siehst du nicht aus. Aber es gibt da ein Problem. Immer raus damit. Was für ein Problem? Wir haben eine Vorstellung. Sie ist ausverkauft. Und jetzt ist unser Freund und Kollege Falkenauge Wann irgendwie blind geworden. Hat zweifelhaften Fusel getrunken. Traurige Sache. Aber darum geht es nicht. Aber die Leute warten. Entweder wir finden einen Ersatz für ihn, oder wir müssen den Eintritt zurückgeben. Wäre kein Problem, wenn wir das Geld noch hätten. Ah, mir dämmert, was du willst. Dann komme ich zur Sache. Spring für Wann ein, dann helfe ich dir. Was muss ich tun? Durch brennende Reifen springen? Nein. Du musst mit der Armbrust ein Ziel treffen. Eveline, ich weiß nicht, ob die Idee gut ist. Ich auch nicht. Wird sich wohl zeigen müssen. Also, Hexer, wie sieht's aus? Ich bin nicht schlecht mit der Armbrust. Ich mach mit. Klasse. Fangen wir an. Die Leute werden unruhig. Was denn? Sofort? Keine Proben? Was gibt's da zu proben? Du musst schießen und treffen. Einen Volltreffer landen. Na schön. Jetzt oder nie. Starten wir. Das gefällt mir. Wer wagt, gewinnt. Geschissen auf die Risiken. Los! Und nun, gute Leute, folgt der Höhepunkt des Abends. Vor euch steht... Geralt von Riva, Schützenkönig von Angren, Dol Blatana und Bindegarn. Wow, Sahne! Was? Aber ich... Psst, Geralt! Armbrust schnappen, ran an den Speck! Oh, ich habe ihm eigentlich, glaube ich, voll in die Hand geschossen. Danke, Spiel, das war sehr nett von dir. Zum Schluss sahen wir ein kühnes Bühnenstück von Geralt von Riva. Danke fürs Zusehen. Auf bald! Das war ziemlich riskant. Schade, dass dieser Herr den Elf nicht erschossen hat. Das wäre toll gewesen. Weißt du, ich dachte nicht, dass ich den Albtraum überlebe. Gut gemacht, Geralt. Ich glaube, in Wirklichkeit ist bei solchen Kunststücken ein Seil gespannt. Was ist mit der nächsten? Seil gespannt.
so ein unsichtbares Seil, so ein Angelschnur zwischen dem Ziel und der Armbrust oder dem Bogen, und der Pfeil ist quasi hohl innen und läuft entlang der Schiene, damit sowas nicht passieren kann. Also damit nichts passieren kann. Ja, ne, so entlang des Seils. In der Nähe gibt es einen Kräuterkuppler. Kennst du ihn? Besorg etwas Schafgarbenextrakt bei ihm. Oh, ein Geheimnis. Herrlich. Bis später, Hexer. Was ist das jetzt schon? Das war leicht, die zu überreden. Ich hätte gedacht, da kommt mehr. Ich habe nämlich auch, das war witzig, weil eine Antwortoption von Geralt war, dass, so von wegen so, ich verstehe schon, irgendein Monster muss sterben. Und genau an das habe ich auch gedacht. Ich dachte, ich komme jetzt dahin und dann sagt die, ja, ich helfe dir, aber du musst erst Banditenlager Monsternest XY ausräumen. Aber nee, ich musste nur Armbrüste schießen, also eine Armbrust, aber Bolzen auf Äpfel. Das war im Grunde der... Also, dass man irgendwas machen musste, war ja klar. Ich meine, es ist immer noch ein Videospiel. Dass man hingeht und sagt, hey, machst du mit? Und die sagt, okay. Und dann gehen wir zum nächsten. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Insofern. Aber ja, es war quasi ein Minispiel. Jetzt bin ich gespannt. Beim nächsten muss ich jetzt wahrscheinlich ein Go-Kart-Rennen gewinnen. Das ist so cool. Yakuza Like a Dragon ist wirklich so cool. Ich hab's noch nicht durchgespielt, aber ich möchte fast behaupten, das gehört wahrscheinlich zu meinen All-Time-Favorite JRPGs. Ich find's wirklich richtig gut. Für mich persönlich, also mir persönlich gefällt das sogar besser als Persona 5 oder das neue Dragon Quest. Ich find's einfach echt toll. Ich finde es einfach so lustig, unterhaltsam, aber spricht auch ernste Themen an, ohne dabei irgendwie weird oder seltsam zu werden. Und die Charaktere sind sympathisch und die Minispiele sind so zahlreich und toll, das ist einfach super. Und da gibt es eben auch ein Go-Kart-Rennen, das sogar wirklich erstaunlich unterhaltsam ist. Ein ziemlich cooler Mario Kart-Klon. Deswegen komme ich drauf. Hast du die Nachricht ausgehängt? In der Tat. Hans von Zidaris, Söldnerhauptmann. Ich weiß von einem Monster, das erschlagen werden muss. Interesse? Ich habe schon Fundraiser gespielt, die hauptsächlich Fundraiser waren, die schlechter waren als dieses Fundraiser-Minispiel aus Yakuza Like a Dragon. Das ist wirklich cool. Mit ein bisschen mehr Polishing und ein paar neuen Ideen könnten die da ein Standalone-Spiel draus machen. Es ist kein Mario Kart und kein Crash Bandicoot Racing. Das nicht. Aber es ist gut. Es macht Spaß. Und das ist auch schon was wert. So. Der Typ im Käfig. Wer ist das? Warum? Sieht er wie ein Monster aus? Nein? Dann geht er dich auch nichts an. Über welche Art von Monster reden wir? Es war so. Radovet hatte mich und meine Leute angeheuert, war aber mit dem Lohn seit Wochen im Verzug. Und ich will verdammt sein, wenn wir unser Leben umsonst riskieren. Da gebe ich dir völlig recht, aber du wolltest mir vom Monster erzählen. Richtig. Wir kamen her, schlugen das Lager auf und es zeigte sich, dass irgendeine Bestie die Gegend unsicher macht. Wir wollten den Leuten hier helfen, schnappten unsere Waffen und brachen auf. Kurt und ich nahmen den einen Weg, Gerd und Henk den anderen. Gerd und Henk kehrten nicht zurück. Was immer es hat sie erwischt. Das ist eindeutig ein Fall für einen Fachmann. Darum haben Kurt und ich eine kleine Belohnung zusammengelegt. Wir hoffen, dass einer den Leuten hier hilft und unsere Kameraden rächt. Schrecklich nobel von euch. Ha! Söldner, wir haben auch unsere Ehre. Nun, Meister Hexer, was sagst du? Nimmst du den Auftrag an? Na schön. Wo soll ich suchen? Südlich von hier. Da haben wir uns getrennt. Und Gerd und Henk zum letzten Mal lebend gesehen. Desto schlimmer wird's. Radovid hat uns eine Woche zu spät bezahlt. Ja. Er wollte uns auch noch letztendlich. Bist du Quinto? Ja, höchstpersönlich. Mit wem habe ich die Ehre? Heda, das gefällt mir nicht. Hexer, bleib gefälligst vom Käfig weg. Klar?
Womit ist er euch denn auf die Zehen getreten? Uns nicht. Er hat sein paar Bankiers besorgt. Die wollen jetzt seinen Kopf sehen. Gegen Gold. Und da Meister Hans von Ziderist so geschäftstüchtig ist, hat er mich geschnappt und will die belohnen. Hat dir jemand das Wort erteilt? Halt den Rand! Ich brauche Quinto. Lebendig. Und ich brauche Geld. Jede Menge. Gut, dass mir egal ist, wer mich bezahlt. Du oder die Bankiers? Ich sag ja, äußerst geschäftstüchtig. Und ich sage, halt den Mund. Hör auf, dazwischen zu quatschen. Wo war ich? Ja, ich soll ihn gehen lassen? Her mit dem Zaster. Ich will den ausgesetzten Betrag. Ehrlich gesagt ist das nicht sehr geschäftstüchtig. Weil, ich meine, ohne Witz. Stellt euch mal vor, als Söldner oder als Auftragnehmer nimmt man dann einfach irgendwie hier den, obwohl man schon einen Auftrag angenommen hat, einen Vertrag mit jemandem hat, quasi mehr Geld von wem anderen und sagt, ja okay, ich habe jetzt doch dem geholfen statt dir, weil der hat mehr gezahlt, obwohl wir schon eine Vereinbarung hatten. Nicht sehr gut für den Ruf. Das war wahrscheinlich dein letzter Auftrag als Söldner, wenn sich das rumspricht. Mach dich schon mal auf eine Banditenkarriere bereit oder sowas. Aber wir können Gwind um den spielen. Das finde ich ja super. Das machen wir. Rauskaufen? Das ist doch für Langweiler. Warum spielen wir nicht um Quintos Freiheit? Warum nicht? Wenn du verlierst, kostet sein Kopf aber das Doppelte. Abgemacht? Zum Teufel. Von mir aus. Ich drücke die Daumen. Spiel starten. Endlich Gwent auf der PlayStation 5. Darauf habe ich all die Jahre gewartet. So, jetzt schauen wir mal. Ich glaube fast... gar nicht so leicht. Ich glaube, ich schmeiß ihn raus. Ihn braucht man in Wirklichkeit nämlich kaum. Ihn behalte ich mal. Gegen wen spiele ich? Ah ja, nee, die hat, glaube ich, nicht so viel Spionagekarten, ne? Dann brauche ich ihn nämlich nicht. Es aktualisiert gerade alle meine... Ich habe nämlich meine externe Festplatte, eine fast volle 2TB Festplatte von der PlayStation 4 in die PlayStation 5 angesteckt. Das geht nämlich. Es hieß zum Release, unterstützt die PlayStation 5 dieses Feature nicht. Tut es aber anscheinend doch. Also USB-Festplatten. Vielleicht jetzt nur in Europa und in den USA war das zu Release noch nicht so. Vielleicht haben die das schnell geupdatet. Ich weiß es nicht. Aber es geht. Naja, auf jeden Fall brauche ich die Karte wahrscheinlich nicht. Okay, ich glaube, das Match ist gewonnen. Na, ich sollte mal nicht so... Ne? Und schon könnte ich die Strohpuppenkarte brauchen. Wobei ich nicht weiß, ob die bei Heldenkarten funktioniert, ehrlich gesagt. Aber das kann ich auch. Das dynamische Trio. Oh, damn it. Er ist gut. Den mag ich jetzt schon. Moment mal, ich habe die Hochstaplerpuppe. Funktioniert aber wirklich nicht. Wird aber noch wichtig. Aber ich glaube, ich spiele das dynamische Trio. Dann ist nämlich die Runde gelaufen für ihn, wenn er nichts dagegen tun kann. Wenn er keine Wetterkarte hat oder irgendwie meine drei zerstören kann, war es das für ihn nämlich schon. So ziemlich. Gegen das dynamische Trio kommt man nicht so leicht an. Auch nicht mit einer Armee von Zwergen. Bam! 36 auf einen Schlag. Genau, jetzt bringt er mein Spion mir wieder zurück. Das ist okay, weil den kann ich jetzt wieder auf die Hand nehmen. Ah, er passt jetzt schon. Schade, ich hätte jetzt den Spion gerne noch gespielt. Macht auch Sinn, wenn ich den jetzt noch spiele, eigentlich. So, jetzt passen. Wie war das hier gleich nochmal? Die stärksten Karten beider Spieler. Okay, genau. Ja, ich mache die Runde mal eine gemütliche Belagerungsgerätrunde und aktiviere unsere Anführerfähigkeit. Dann schauen wir mal, wie es punktemäßig aussieht, ob ich überhaupt weitermache oder ob ich einfach die zweite Runde passe.
nicht schlecht, aber ich glaube, ich zerstöre jetzt mal seine Superkarte da oben. Tja. Blöd. Anführerfähigkeit. Aktivieren. Tja. Der hat keine sehr guten Karten. Nicht schlecht. Ich passe jetzt trotzdem. In der letzten Runde wird er von meinen Karten so weggefegt. Das will ich sehen. Das will ich mir nicht entgehen lassen. So, jetzt pass auf. Heldenkarten ohne Ende. Oh, er hat auch Heldenkarten. Warte, ich zieh mal mit. So. So, Della. Er hat eh nur noch zwei Karten, ne? Und einer davon, er hat jetzt schon keine sinnvollen Karten mehr, wenn er jetzt eine Sonnenkarte spielt. Naja, gut. Dann haben wir, glaube ich, so ziemlich haushoch gewonnen. So, und jetzt lassen wir es eskalieren, das Ganze. Bam! Und nochmal Bam. Und nochmal Bam. Und nochmal Bam. Tja. Ich passe auf. Rechnen wir es auf. Ich habe gewonnen. Ungeschickt, Hans. Ein Tretogor-Manöver mit solchen Karten? Bring ihn weg, bevor mir der Kragen... Ja? Aber wie bist du? Grete, gestern. Ich habe auf einen ruhigen Augenblick gewartet. Der Hexer war schneller. Das war meine Arbeitsprobe. Also, sag mir, wozu brauchst du mich? Du müsstest mir etwas öffnen. Nicht so klein wie ein Käfig. Klingt interessant. Lass die Details hören. Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt. Klopf an und frag nach Schafgarbenextrakt. Okay, cool. Das hätten wir auch. Das geht ja flott. Schauen wir mal schnell noch zu den Quests. Dann sind wir jetzt nämlich schon so weit, oder? Ah ja, genau. Ich muss noch den Koch vergiften. Oder so ähnlich. Aber ich habe keinen Marker irgendwie. Sammel den Rest der Bande und bereite dich auf den Überfall vor. Das ist wohl die falsche Quest, die ich da ausgerüstet habe. Mixtur zu. Genau, das müssen wir machen. Auch dafür habe ich... Dann habe ich schon alles für die Mixtur, oder? Muss ich einfach nur meditieren? Beziehungsweise Alchemie. Wo ist denn das? Ja. Da gibt es doch einen extra Punkt für Questgegenstände, oder? Wird verwendet, Mutationsprozess in Gang zu setzen, bei dem ein normaler Mensch körperlich zu einem Hexerkörper wird. Glaube ich eher nicht. Die Reinigungsmixtur, ich glaube, die brauchen wir, wenn mich nicht alles täuscht. Dafür brauchen wir Wolfsbann. Ah, Wolfsbann. Ah, ich glaube, Wolfsbann weckt überall, oder? Aber wahrscheinlich nicht zufällig hier. Wolfsbann. Wo krieg ich jetzt Wolfsbann her? Verdammt. Das ist ja doof. Ich bräuchte... Der Kräuterkundler. Das ist der von unserer Quest. Aber vielleicht verkauft der Kräuterkundler ja auch tatsächlich Kräuter.
Vielleicht hat der ja Wolfsbann. Das wäre super. Ich weiß auch nicht, wie Wolfsbann in freier Wildbahn aussieht. So leider nicht. Dass ich das nicht habe, aber hier ist, glaube ich, nur Hunde, Petersilie und Stuff. Aber das kommt mir so bekannt vor, Wolfbann. Das ist ganz geläufig. Ich glaube, das gibt es theoretisch überall, oder? Schauen wir mal. Vielleicht hat wirklich der Kräuterkundler ein bisschen was im Angebot für uns. Ich würde es jetzt leider auch nicht erkennen, wenn wir dran vorbeireiten würden. Das schauen wir mal schnell. Hallo. 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 Kennst du irgendwelche fortgeschrittenen Rezepte? Vielleicht etwas, das du mir beibringen kannst? Was ich weiß, hat mir Meister Grimist von Skellige beigebracht. Willst du bei einem Kräuterkundler in die Lehre gehen? Nein, ich will nur etwas Neues lernen. Nenn es, wie du willst. Du musst über das große Meer zur Insel Artskellig. Dort wird der weise Meister Grimist im Heiligen Hain beurteilen, ob du der richtige Schüler bist. Lass mich mal schauen. Lass mich mal schauen, was du an Kräutern hast. Büffel, Gras, Wolfsbahn. Ich kaufe lieber alle 9. Das ist ja perfekt. Wiedersehen. Bis dann. Redet der mit mir? Ich hätte auch in seinen Garten gucken können eigentlich. So, jetzt lass mich mal schauen. Ich glaube, es ist die Reinigungsmixtur, die ich brauche. Tada! Schauen wir gleich mal in die Quest. Bereite eine abführende Mixtur zu. War es die doch nicht, vielleicht? Oder muss ich erst ins Spiel, damit es aktualisiert wird? Ja! Okay, alles klar. Wir könnten auch schnell reisen. Es ist wirklich so. Es ist wirklich kein Scherz, dass ich früher oft so kleinere Strecken einfach nur geritten bin, weil die Ladezeit so lang war. Weil ich mir gedacht habe, so, na, da bin ich doch mit dem Pferd schneller oder zumindest ist es nicht so langweilig. Aber jetzt hier, mit diesen Ladezeiten, kann man schon mal schnell reisen. Weil jetzt ist Schnellreisen wirklich Schnellreisen und nicht, guck 40 Sekunden auf den schwarzen Bildschirm oder den Bildschirm mit ein bisschen Text. Schon nicht wirklich schnell reisen. Das ist gut. Grüß Gott. Nutze die Hexersinner, um zu belauschen. Achso, ich bin gar nicht hier. Ich gucke, ich bin nur so. Was werde ich von euch erfahren? Ich stehe hier nur so. Wie ist dieser Arsch eigentlich bei uns gelandet? Er hat sich freiwillig gemeldet. Angeblich musste er die Ärzte bestechen, damit er eintreten durfte. Ist der verrückt oder was? Ganz bestimmt. Nachweislich geisteskrank. Hat wohl die Tests nicht bestanden. Aber Geld zahlen, um in die Armee eintreten zu dürfen? Ich dachte, ich hätte schon alles erlebt. Nichts über den Koch. Nichts über den Koch. Hören wir mal, was es sonst noch so zu hören gibt. Na? Was werde ich von euch erfahren? Dieser, Horst Borsodi, hat er eigentlich eine Tochter? Warum fragst du? Ach, tja, ich denke nach. In so eine Dynastie einzuheiraten, das wäre ein Leben in Saus und Braus. Ich rate dir, dich lieber nicht für die Borsodis zu interessieren. Warum denn nicht? Das bringt nur Ärger, mein Freund, nur Ärger. Nichts von Interesse. Nichts von Interesse. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Was werde ich von euch erfahren? Fischeintopf zum Abendessen. Wirklich? Wer hat dir das gesagt? Niemand.
Heute Morgen bin ich durchs Westtor gekommen. Hab Martin am Pier gesehen, mit der Angel in der Hand. So ein Koch ist ein echter Schatz. Er jammert nicht über die knappen Vorräte. Er tut was, um unsere Mahlzeiten aufzubessern. Ja, wenn er nur mit dem Knoblauch etwas sparsamer wäre. Der Pier beim Westtor sollte leicht zu finden sein. Ah, das ist natürlich clever. Ich habe mich ja gerade noch beschwert, dass das ein blöder Plan ist, weil der Koch eine Schwachstelle in unserem Plan sein könnte. Aber wenn der Plan selber nicht weiß, was er da tut, dann können wir ihm das wahrscheinlich unterjubeln. Ich kann nur einen einzigen... Genial. Düt-düt. Scheiße! Ach, tagsüber. Naja, gut, okay. Das schaffen wir. Meditieren. Bis 6 Uhr machen wir schon tags. Warten wir lieber bis 9. Das ist sicher schon Tag, oder? Guten Tag. Beißen die Fische? Ja, tun sie. Was ist mit dir? Wie bitte? Ich habe hier diese Mixtur. Ich bezahle dich, damit du sie in der Garnison in die Suppe der Jungs schüttest. Ah, okay, wir sagen es ihm doch einfach ganz offen. Ist nichts Gefährliches. Na gut. Sie werden denken, dass der Fisch nicht ganz frisch war. Das wird teuer, Freundchen. Ziemlich. Gut. Hier. Warte auf das Signal. Und kein Wort zu niemandem. Kapiert? Das war leicht. Wie gesagt, ich finde das eine blöde Idee, das so zu machen. Aber gut. Ich hätte ihm gesagt, ich hätte hier ein ganz spezielles super Fischgewürz, das alle Fische super lecker macht. Oh, Scheiße! Ich meine, das ist ein Videospiel. Die Logik hätte funktioniert. Na dann, fertig. Tap, 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 tap. So Leute, für hier, heute, für diese Folge zumindest, machen wir jetzt mal Schluss. Die nächste Folge kommt wie immer so schnell es geht. Ich habe jetzt auch neues Internet, das heißt die Uploadzeiten sind nicht mehr ganz so bekloppt lange, aber trotzdem ist so eine fast eine einstündige, so 50, 55 Minuten langes Video HD und 60 Frames und so ist, dauert lange zum Hochladen und ich habe da schon öfter Probleme gehabt mit so super langen Videos, deswegen halten wir die beiden Videos getrennt und kurz, anstatt ein super langes zu machen. Und wie gesagt, das nächste, so schnell wie es geht, bis zum nächsten Mal, bis dann, bis gleich im Grunde, ciao.